Hallo lieber Zuschauer, heute zeige ich euch ein etwas anderes Video. Ich habe überlegt, ich werde eine neue Kategorie eröffnen, ich weiß noch nicht, ETC oder irgend sowas. Alles, was sich so in die Richtung Survival und Bushcraft und Everyday Carry bewegt. Hauptsächlich habe ich mich dazu entschieden, für dieses Video für Dirk von dem Kanal Norek unterwegs, welcher vor kurzem ein Video hochgeladen hatte, in dem er verschiedene Nähsets oder Nähzeugse von der Bundeswehr vorgestellt hat, aus verschiedenen Jahren. Er selbst sammelt solche verschiedenen Militarier, aber nicht nur ausschließlich Militarier, sondern auch, was so Zivilschutz angeht und so weiter, hat er einige schöne Videos hochgeladen. Müsst ihr es euch mal anschauen. In Anbetracht der Tatsache, dass Dirk festgestellt hat oder zumindest Vermutung anstellt, dass die Bundeswehr scheinbar nicht mehr darauf bedacht ist, seine Soldaten Ausrüstungsgegenstände selber pflegen zu lassen, diese auch reparieren zu lassen und instand zu setzen, welche sie nämlich dadurch verwunderte, dass er in dem gezeigten, aktuellsten Nähset kaum, also so gut wie gar nichts drin hatte an Inhalt, was Nähgarn angeht und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, wie gesagt, möchte ich jetzt hier mal ihm mein Nähset vorstellen, so wie ich es auch jeden Tag mittrage, wenn ich denn mal die Wohnung etwas länger verlasse als nur zum Einkaufen, für den Fall, dass man es doch mal gebrauchen könnte für sich selber, aber auch für andere. Also ich habe schon den einen oder anderen Arbeitskollegen, auch Kameraden während meiner eigenen Dienstzeit, aber auch im Studium und auf meinen langen Zugreisen und so weiter und so fort. Ich habe immer mal wieder was gefunden, wo ich Nadel und Faden anlegen konnte. Deswegen hatte ich auch immer ein Nähset dabei. Früher waren das die Bundeswehrtaschen. Dann war es mal zeitlich eine Tasche der italienischen Armee. Aber da findet man sicherlich auch irgendwelche Videos dazu. Das ist die Tasche der Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs und ich denke auch noch viele Jahre darüber hinaus. Kein Original, ein Repro, wie man hier sehen kann. OTK 87, hatte ehemals ein Etsy-Konto, verkauft jetzt nur noch über eBay und macht in echt guter Qualität Repro, was die Rote Armee angeht. Alles Mögliche von den Verpackungen für Kochgeschirre über eben Schnupftabaktüten und Salztüten und ne, was so, die hatten verschiedenes Zeug dabei. Darauf möchte ich hier nicht eingehen, aber ist egal. Hier oben, Nadelpackung. Da hatte ich einmal, ich weiß nicht mehr, von Lomax Militaria oder wo die her war. Einfach nur so ein Papierstreifen, habe ich ausgekleidet mit, oder also verstärkt mit ganz normalem Klebeband, damit die Nadeln nicht durchstechen. Nähnadeln verschiedener Größen, von klein, ich nenne es mal, bis mittel. Hier auch eine Plastenadel zum Stopfen, deutlich besser geeignet als Metallnadeln. Hier habe ich noch Faden aufgewickelt für den schnellen Gebrauch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemacht hatte. Ja, so viel dazu. Einfädelhilfen, selbstverständlich. Im Alter werden die Augen auch nicht mehr sonderlich gut. Weiter hier oben habe ich drin, nur mal ein bisschen ausrichten, ich weiß nicht, irgend so ein gewachster Baumwollfaden, hatte ich mal in einem Bastelladen erworben, ich weiß nicht, kein spezieller Grund dafür, für irgendetwas, was man mal verstärken müsste oder vielleicht eine kleine Schnur basteln möchte, was flechten müsste, es findet sich immer irgendwas. Hier oben sieht man übrigens noch vernäht, einfach vernäht, zwei Knöpfe, alte Bundeswehrart. Zum Ersetzen von Knöpfen, gut, man könnte jetzt auch die kleinen Hemdknöpfe nehmen, aber selten, dass man die braucht. Ich habe sie nie gebraucht, wenn wohl eher die Sicherheitsnadel. Dieses Fach unterteilt, auch in zwei Teile und gefüllt mit der hinteren Seite mit Stopfband, Stopfgarn, und zwar originalem NVA-Stopfgarn aus ehemaligen NVA-Nähsets. Davor als Scherenersatz, weil hier keine Schere reinpasst. Ich glaube, die Russen hatten original so eine kleine Faltklappschere dabei. Ja, bin ich an keine rangekommen. Also hier die Victorinox Swisscard Messerschere, Kuli, für wenn man mal was anzeichnen muss. Ich hatte sie halt über, dann bleibt sie halt hier drin.
Stecknadeln. Hier befestigt in kleinen Plastestreifen, in der Mitte geknickt, hier an der Seite angenäht, damit die Stecknadeln nicht durchpieksen. Auch hier wieder, nebst der großen hier oben, vier Sicherheitsnadeln. Einmal quer hier rüber, eine große, lange Nähnadel. Hier ist mir sogar eine ausgefallen. Ja, für halt derbere Arbeiten, so Richtung derbe Rucksackstoffe oder also nur so alles, was Richtung Canvas und Zeltbahnstoff geht, wo man auch mal Kraft braucht. Für die schnelle Näharbeit einen Nähzopf. Ich hole ihn mal raus für diejenigen, die ihn eventuell nicht kennen. Einfach, das ist so ein zusammengewickelter Zopf aus verschiedenfarbigen Zwirnen. Zieht man sich dann halt so einfach schnell eins raus und kann relativ schnell, ohne dass man von der Spule was abmisst und abschneidet und wie auch immer, schnell aufwickeln, und es geht relativ einfach, relativ flott. Daher, und weil man, also weil ich mich selbst dafür vorbereite, eventuell auch mal anderen Leuten, fremden Leuten zu helfen, auch in dieser mannigfaltigen Farbe. Weiter haben wir hier drin das ursprüngliche Garnaufwicklungspäppchen. Man sieht verschiedene Farben, auch da wieder orientiert am Zivilmarkt. Für den Fall, dass mal jemanden das Auge eines Kuscheltiers verloren geht oder eine T-Shirt-Naht reißt. Ich habe, als ich noch als Schlosser gearbeitet habe, meinem Arbeitskollegen mal zum Beispiel die Arbeitshose genäht. Das war auch lustig, der ist dann ohne Hose gefahren. Hier ein Nahtauftrenner, selbstverständlich, um's, wenn man es schon macht, dann richtig und ordentlich, sodass es dann nicht nur A lange hält, sondern B auch gut aussieht dementsprechend. Und ein Maßband, welches ich aber tatsächlich für den eigentlichen vorgesehenen Zweck noch nie benutzt habe. Aber lieber hat als hätte. So, ich hoffe, man konnte das halbwegs verständlich sehen, und viel gibt es da ja nicht groß zu erzählen. Fingerhut, okay, braucht man nicht, wenn man sich anderweitig behelfen kann mit harten Metallgegenständen, mit größeren Knöpfen, mit denen man gegen die Nadel gegendrückt, wenn es dann mal nicht machbar sein sollte. Passt hier sowieso nicht rein, habe ich auch seltener gebraucht, deswegen nicht vorhanden. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video halbwegs gefallen, und schaut doch mal beim lieben Dirk von Norec unterwegs vorbei. Tschüss und bis bald.